Hey, Annie Hopper. Wir sind Fabia und Sarah und wir sind die Praktikanten hier in Marilund. Marilund ist ein Ort, an dem Menschen vor allem aus kirchlichen Institutionen, das heißt der schwedischen oder der katholischen Kirche, kommen und Seminare, Freizeiten oder Retreats abhalten. Oft sind deswegen viele Priester hier oder auch mal der Bischof. Was auf jeden Fall feststeht, ist, dass die Gäste der Mittelpunkt sind. Es gibt außerdem relativ wenig Mitarbeiter, weshalb euer Einsatz wirklich gefragt ist. Und wenn wir schon beim Einsatz sind, dann können wir auch gleich über die Hauptaufgaben hier sprechen. Die sind nämlich, dass man die Zimmer einfach für die nächsten Gäste vorbereitet und auch in der Küche ganz viel hilft mit hauptsächlich Abspülen. Weitere Aufgaben sind, dass man den Seminarraum möbliert oder auch mal in den Garten hilft. Für die Gottesdienste bindet man auch manchmal Blumensträuße und ab und zu durften wir auch schon backen. Zu den Arbeitszeiten kann man auf jeden Fall sagen, dass man ziemlich flexibel sein muss, weil man auch am Wochenende zum Beispiel arbeiten muss und sich die Arbeitszeiten jede Woche ändern, weil es natürlich immer abhängig ist davon, wann Gäste kommen und ob überhaupt Gäste kommen, beziehungsweise an welchen Tagen die dann da sind. Dadurch ist der Tagesablauf immer ziemlich unterschiedlich und man arbeitet auch in verschiedenen Schichten, mal morgens mit Frühstück machen oder mal über den Mittag. Oder auch mal abends, um eine Kreuzfika vorzubereiten. Was man mitbringen sollte? Auf jeden Fall Kommunikation von sich aus und Mut und Eigeninitiative, einfach auch auf die Mentoren zuzugehen und selber Dinge nachzufragen, wenn man dann Fragen hat. Ein großer Pluspunkt ist auf jeden Fall die Lage. Das heißt, euer Wohnhaus, aber auch Marilund generell, liegt mitten in der Natur, direkt am Mälarensee. Das heißt, man hat eine traumhafte Wohnlage und auch ein richtig cooles eigenes Wohnhaus. Das ist wirklich einmalig. Neben der Einsatzstelle Marilund kann man ja auch in Stockholm noch Einsatzstellen besuchen. Hier ist aber zur Lage zu sagen, dass man halt auf Busverkehr angewiesen ist. Bushaltestellen sind in 500 Meter oder in 1 Kilometer Entfernung zu Fuß zu erreichen. Allerdings ist der Arbeitsweg nach Stockholm halt sehr lang. Das heißt, wenn man im Berufsverkehr festsitzt, ist man so ungefähr 2 Stunden unterwegs. Das heißt, man sollte auf jeden Fall kreativ werden und sich was für die Reise überlegen, beispielsweise Bücher lesen oder sowas. Und wenn wir schon beim Reisen sind und über die Mobilität sprechen, dann ist es auch ein großer Punkt, was die Freizeit betrifft. Man ist ja hier in Marilund mitten in der Mälaren-Umgebung, was richtig schön ist. Man hat richtig viel schöne Natur und kann die echt bestaunen und direkt am Wasser oder auch in den schwedischen Wald. Was aber auch zum einen einen Nachteil gibt für die Freizeitgestaltung, wenn man doch eben auf diese Busverbindungen angewiesen ist und die ziemlich viel Zeit brauchen. Allerdings kann man auch sagen, dadurch, dass Stockholm eben die Hauptstadt ist, dass es dort eine ganz große Palette gibt an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Und wenn man da unbedingt irgendwas machen möchte, dann findet man auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, diese Freizeit umzusetzen, trotz dieser großen Entfernungen. Ansonsten wünschen wir beide euch natürlich noch ganz viel Spaß bei eurem Praktikum im Norden. Hey du!